Dave ist raus. Aber Dave Spätzchen, hör doch mal. Guck mal, du kannst hier Fische erschießen. Ist das nicht cool? Guck mal, du kannst hier mit deiner Schrotflinte unter Wasser. Ist das nicht eine Sensation? Was ist denn jetzt? Ach, die. Ah, Tintenfische, geil. Die machen Tinte, ich dreh durch. Ich krieg einen Schlaganfall. Hey, 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 komm, bleib mal hier, Digga. Ich möchte dich mitnehmen. Geht nicht. Oh, der blutet. Ich hab ihn verletzt. Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Ich hoffe, du wirst überleben. Dave muss nach Hause. Also außer er findet jetzt Munition und ein bisschen Luft. Dann macht Dave auch alles andere. Da ist was Grünes. Und ach, um Himmels Willen, da ist ein Seeigel. Ah, das tut weh. Ich glaube nicht, dass man einen Handschuh und Seeigel... Okay, kein Seeigel mit dem Handschuh. Was bist denn du für ein geiler Fisch? Kugelfisch? Seeigelfisch? Oh, einen Sternkugelfisch. Ja, ja, ich bin total überladen. Das sehe ich selber. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir nach Hause kommen. Sonst wird Dave hier eiskalt ersaufen. Ich glaube sowieso, dass es schon ein bisschen knapp sein könnte. Wir könnten die Fluchtkapsel benutzen, aber ich weiß nicht, was beim Inventar passiert. Wir benutzen jetzt einfach die Fluchtkapsel. Oh ne, da drüben ist noch ein Seil. Das Seil, das wäre vielleicht auch interessant. Ich nehme das Seil noch mit. Und dann Fluchtkapsel. Wobei, da drüben ist auch Sauerstoff. Aber auch so eine Moräne. Ah. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich bin einfach so voll. Warnung, Luft wird knapp. Notfall. Notfall. SOS. Ah. Cool. Selbst das gibt's. Hey, Loser. In Ordnung, du hast das sicher nach oben geholt. Das ist Wahnsinn. Ich bin total aufgeregt. Es scheint in sehr gutem Zustand zu sein. Fast so, als wäre es bis vor kurzem irgendwo gelagert worden. Yeah, Daumen hoch, Digga. Sehr interessant. Das könnte sogar der Fund des Jahrhunderts sein. Sehr gut, Dave. Lass uns weiter zusammenarbeiten und die Geheimnisse der Seevolkzivilisation lüften. Was? Ich dachte, ich würde dir nur einmal helfen müssen. Selbst reden. Genug gesagt. Setz unser Restaurant einfach ganz oben auf die Liste der Partner. Oh mein Gott. Das wird nicht schwer sein. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dieser Sache. Wir bleiben in Kontakt. Horrido! Oh Gottes Willen. Ja, 300 Gold, 5 Olivenöl und 5 mal Kurkuma. Naja, immerhin. Und wir haben die Dreifach-Excel. Mit, ja, Objekte. Ich habe einen Papageifisch erlegt. Ja. Dave, während du draußen im Meer warst, sind die Reparaturen abgeschlossen worden. Schauen wir mal im Restaurant vorbei. Na, aber hurtig, hurtig, Digo. Wow, das sieht richtig gut aus. Ja, wenn das Restaurant eine Bruchbude ist, hilft das beste Essen nichts. Ach so, wenn du das Interieur verändern willst, das Menü Interieur ist unten geöffnet, schau mal hinein. Mach ich. Kannst jetzt Interieur, bla bla. Aber, wie Dr. Bacon sagte, wenn die Überreste des Seevolks hier gefunden werden, strömen Gäste hierher. Aber diese Region ist ziemlich abgelegen. Ich denke, bis dahin brauche ich eine Möglichkeit für den Laden zu werben. Ja, heutzutage ist es so gut wie unmöglich, ohne Werbung Gäste zu gewinnen. Ah, hast du schon mal die Social Media App namens Cockstar ausprobiert? Cockstar vor allen Dingen. Cockstar. Ich habe nicht Cockstar gesagt. Das habt ihr nicht, das, so ist es nicht gelaufen. Es war... in Versehen. Cookstar ausprobiert. Nein, hat er natürlich noch nicht, ist doch klar. Du meinst, die App, auf der junge Leute Bilder von ihrem Essen posten. Ja, so werben in letzter Zeit alle Unternehmen für sich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute ihre Zeit auf diese Weise verschwenden. Sushi geht direkt ins Herz, nicht die Fotos davon.
Hm, und wenn schon, es ist nicht trotzdem besser, sie zu verwenden, als dass die Leute keine Ahnung davon haben, dass es deine Speisen gibt, Banjo. Ah, das leuchtet ein. Es ist ganz einfach, ein Konto zu erstellen, also lass es uns ausprobieren. Zuerst registrierst du dich und erstellst den Hashtag Banjo Sushi. Und dann fertig. Hm, es ist gar nicht so kompliziert, wie ich erwartet hatte. Jetzt werden Gäste, die dein Essen genossen haben, Banjo Sushi folgen. Hm. Ich bin mir nicht sicher, aber okay, ich hab's. Ich werde auch die Cookstar-App auf meinem Handy installieren und mir die Posts der Follower ansehen. Cookstar. Ich sage es nochmal, Cookstar. So, müssen wir schon irgendwas machen? Können wir schon irgendwas vorbereiten? Was ist denn da oben los? Was will er denn? Haha, das sieht gut aus! Wenn du zu einem anderen Stil wechseln möchtest, versuche es im Interieurmenü zu ändern. Ja, okay, Interieurmenü. Alles klar, wir haben das im Besitz, wir haben den im Besitz und für 65 Tacken können wir auch den kaufen. Okay. Gut, ich nehme den. So, der ist ja sowieso schon angewendet. Bei den Stühlen bleiben wir bei dem. Bei der Decke auch asiatisch. Lautsprecher können so bleiben, haben wir eh nicht mehr, das geht. Hier, können noch ein bisschen Deko hinhängen. Okay. So, Deko 2. Kann man da schon hin? Gibt's nichts, aber Deko 4. Guck mal, da können wir ein Bild von uns hinhängen. Das machen wir. So. Und was geht bei Deko 5? Gar nichts. Gut. Dann gehen wir mal aufs Menü. So. Da können wir erstmal hier 10 Stück von reinhauen. Warte. Ich wollte das veredeln. Hä? Was brauche ich denn da? Okay. Dann machen wir hier noch das zweite. So, was veredeln wir da jetzt? Ah, okay, da brauche ich dann immer noch 3. So, pass mal auf, bei dem haben wir jetzt aber 3, ne? Ah. Das wird abgeschlossen. Klasse. So, dann fügen wir noch was hinzu, und zwar 3 hiervon. Und dann können wir beenden. Wann können wir öffnen? Wie läuft die Vorbereitung der Zutaten? Stell die Gerichte vor den Öffnungszeiten der Bar bereit. Ah, okay. Hab ich doch, glaube ich. Jo. Ah, man kann da auch was verkaufen. Okay. Cool. Ja, und jetzt? Ah, da oben ist... Okay. Mau, mau, mau. Jetzt kann ich raus. Smartphone. Cookstar. Ah. Hervorragend. Zeitspiel. Okay, das ist eine gute Sache, wenn es danach abends ist. Oh. Da macht Dave erstmal ein Päuschen. So war. Hat ja auch viel getaucht. Es ist schon Abend. Ich bin ziemlich müde. Aber Banjo arbeitet allein. Ich sollte ihm helfen. Mit nur 2 Leuten alles am Laufen zu halten, ist nicht einfach. Vor allem, wenn mehr Gäste kommen. Auftrag aktualisiert, zu wenig Angestellte. Schließe den Tag ab. Banjo Sushi vor. Das habe ich doch alles schon. Ah. Verwirrend, verwirrend. Sehr verwirrend. So, hab alles vorbereitet. Oh, da kommt wer. Was ist denn da los? Was passiert denn jetzt? Das ist bestimmt so eine Testerin. Sieht sich um.
Was? Oh, ist schön hier. Ah, Boxen. Das ist doch Bancho Sushi Laden, oder? Frau Yoshi. Ich bin vorbeigekommen, weil ich gehört habe, dass dieser Ort auf Cookstar immer beliebter wird. Der Name hat mich stutzig gemacht, aber sich vorzustellen, dass es wirklich dein Laden ist? Neues Essen mit noch nie dagewesenen Zutaten. So etwas wird nirgendwo anders serviert. Ein wortkarger, aber männlicher Koch. Wow. Hätte ich auch erwähnt? Nein, nicht wirklich. Kacketeil. Wie dem auch sei. Was führt dich hierher, Frau Yoshi? Oh, verschiedene Gründe. Ich wollte mir das Restaurant ansehen. Sieht aus, als hättest du dich kein Stück geändert. Nun, da gibt es nichts zu ändern. Ich mache einfach Tag für Tag weiter und schule mich selbst. Meine Güte, das ist genau das Problem. Das letzte Mal hast du dich in ähnlicher Weise geweigert, auf mich zu hören. Und deswegen wurdest du aus dem Hotel geworfen. Jetzt fängst du schon wieder davon an. Es ist die Schuld des Gastes, weil er das Essen beurteilt hat, ohne es überhaupt probiert zu haben. Wie lange willst du deine Gäste noch so behandeln? Und das, um weiterhin dieses fürchterliche Essen zuzubereiten? Was meinst du mit fürchterlich? Im Stück gegrillter Haifischkopf ist ein ausgezeichnetes Gericht. Haifisch wurde sowohl in der Küche des Westens als auch des Ostens verwendet. Und in Korea wurde er sogar bei Hahnritualen verwendet. Hör auf, du hast dich kein Stück verändert. Dann lass mich selbst beurteilen, ob diese Speisen zum Verzehr geeignet sind. Dann kann ich dir sagen, warum ich gekommen bin. Gut, dann zeige ich es dir. Ich sorge dafür, dass du den wahren Geschmack von Haifischkopffleisch kennenlernst. Ancho, ist das nicht etwas zu plötzlich, die Entwicklung? Dave, als Chefkoch kann ich von diesem Kampf nicht zurückschrecken. Es geht um meinen Stolz. Bitte besorg mir ein Weißspitz-Riffhai-Kopf und etwas Olivenöl. Willst du, dass ich einen Weißspitzen-Riffhai fange? In der Tat. Mit deinen Fähigkeiten sollte das einfach zu bewerkstelligen sein. Aber eine Harpune wird wahrscheinlich nicht gut genug sein. Nimm eine gute Pistole mit. Aber selbst dann klingt es immer noch gefährlich, gegen einen Hai zu kämpfen. Weißt du, du willst einfach dabei zusehen, wie mein Stolz beleidigt wird? Der Weißspitzenriffhai hält sich normalerweise im Ozean ganz im Osten auf. Viel Glück. Jetzt will er plötzlich, dass ich ihm einen Haikopf bringe. Das ist doch lächerlich. Und man kann ihn nur mit einer Pistole töten? Ich muss Duff darum bitten, mir eine Pistole zu bauen. Oder im blauen Loch nach einer suchen. Eine Schelte von Yoshi. Vielleicht heißt das auch eher Yoshi. Ich kann jetzt auch forschen. Guck an. Du kannst jetzt Rezepte erforschen, verwende Flammen des Handwerks, um deine Speisekarte zu erweitern. Ja, das Problem ist doch, ich müsste dann jetzt den Haifisch holen, ne? Ja. Gut, wir gehen mal in den Waffenladen. Es sieht so geil aus. Oh Gottes Willen, ist das gut. Oh, das ist so gut. Ach, ich dreh am Rad, Alter. So, ich geh mal los. Achso, ich kann abends nicht tauchen. Warum nicht? Naja, das ist ja bescheuert. Na gut, dann nicht. Dann bleibt die bestimmt jetzt. Bis nächste Woche. Wir haben geöffnet, Freunde. Los geht's. Action. So. Sie will Haifischkopf. Hab keinen Haifischkopf. Oh, Banjo macht Sushi. Oh, oh, Banjo-Junge. Sieh zu. Oh, Dave hetzt los. So. Naja, ich komm schon. Das ging schnell, ne? Aha, ich bin eine Rakete. Finden's alle geil. Oh, ich glaube, ich werde öfter hierher kommen. Da werden Sachen ausgesucht. Hm, das war gut. Oh, oh. Schnell zum Tee.
komm doch schon. Okay. Kamen nicht so viele Gäste wie gedacht, glaube ich, ne? Nee, nur 6 von 10. Aber ich habe eine Handwerkflamme. Cool. Na gut, am vierten Tag werde ich ihm dann wohl den Fischkopf besorgen. Was hat er denn jetzt? Ach, da ist wieder er da. Hallo, Dri. Ich habe die besten Neuigkeiten. Oh, was gibt's, Dr. Bacon? Du siehst zufrieden aus. Ich habe das Artefakt analysiert, das du mir gebracht hast, und wir haben eine große Menge einer unbekannten Substanz entdeckt. Ich denke, es muss sich um Eisen handeln, das tief unter Wasser komprimiert wird, aber es strahlt in einer einzigartigen Wellenlänge. Ich habe ein Radar entwickelt, um diese Welle zu verfolgen. Oh, und warum ist diese Neuigkeit gut? Ja, du bist ein Scherzkeks. Wir sind heute etwas schüchtern, was? Dieser Radar wird bei der nächsten Expedition sicher nützlich sein. Was meinst du mit meine nächste Expedition? Cobra hat mich beim letzten Mal dazu gezwungen, mitzumachen. Ich habe einen Vertrag erhalten, auf dem dein Name steht. Die Stromgebühr für die Kündigung des Vertrags beträgt über... Die Stornogebühr für die Kündigung des Vertrags beträgt über 20... Warum lese ich da Strom? Was? Worüber in aller Welt habt ihr zwei gesprochen? Ja, Dave, Junge. Sei nicht so kleinkariert. Überprüf das Signal für mich, um das Radar zu testen. Oh. Mann. Gib schon her. Ich sag dir, ob es funktioniert. Und das war's. Ciao, Ikowski. Ich bin raus, ihr Loser. Ach, jetzt klingelt bestimmt gleich mein Telefon. Um Gottes Willen, es gibt Beiträge. Ist das alles Cockstar? Cook. Entschuldigung. Naja. Supi, das like ich. Aha. Das like ich mit. Nee, das wollte ich liken. Das war schon mein Ziel. Aha. Ah. Liken, 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 liken. Das finden wir schon lange gut. Das finden wir auch gut. Gut. So, dann geht's jetzt erstmal los. Wir brauchen Haifisch. Und ich muss das Signal des Radars testen. Ist eine heiße Sache. Muss man einfach mal klar festhalten. Jetzt kommt hier ein Delfin vorbei. Was will er denn? Ja, ganz viele Fragezeichen bei Dave. Dave ist verwirrt. Huch, ein Delfin. Er scheint mich aufzufordern, ihm zu folgen. Sollte ich das mal versuchen? Ja, dann folgt man dem Delfin. Wir folgen dem Delfin. Mit dem Fischen ist ja eigentlich genug da. Wir müssen ja... Wo will der denn mit mir hin? Ich bin nicht so schnell, Digga. Also. Ich habe ja keine. Noch keine Werkzeuge gefunden. Ich schwimme einen Tick schneller. Oh, wir haben eine Waffe? Ich habe sowieso schon eine Waffe. Ah, das. Oh, ein Amazonas-Delfin hat sich im Netz verfangen. Er bat mich also, seinen Freund zu retten. Ich sollte dieses Netz aufschneiden. Das machen wir natürlich, ist ja klar. So. So, Dave, jetzt kriegst du einen Keks. Von einem. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Ah, Screenie von. Oh. Ciao. War schön mit euch. Huch.
Er scheint ein Geschenk hinterlassen zu haben. Ich wusste nicht, dass sogar Delfine Freunde haben. Ja, was hat er denn jetzt? Ach, der hat einfach was ausgeschissen. Eine Perle dahin gemacht. Wir nehmen mal ein bisschen Zeug mit. Und dann müssen wir ganz in den... Warte, ich muss dann gleich mal nach unten wegen dem Signal. Ich glaube, das könnte hilfreich sein. Ich nehme mal hier alles mit. Ah. Da ist erstmal der Fisch. Den hätte ich wohl erlegt. Zwar sehr glücklich, aber ich hätte es geschafft. So, warte mal. Hier gab es doch irgendwo ein Fass. Ich suche das mal schnell, wenn ich das jetzt schon aufgemacht habe. Oh oh. Oh, verdammt nochmal, war das Fass. Da oben ist es. Erstmal brauchen wir eine Waffe. Gut. Da sind wir wieder fresh. Fresh aktiv. Und dann gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal, was so bei rauskommt. Ob wir hier dann irgendwo auch wieder nach rechts schwimmen können. So, irgendwo. Oder ob das endet geht. Ich habe das Gefühl, das geht vielleicht eher nicht. Ah, vielleicht hier unten. Okay, das sieht eher schwierig aus, aber das geht. Man kann hier unten drunter durchschwimmen. Aber da geht meine Luft schnell zu Ende. Es wird schon wieder eng. Müsst mal aus der Tiefe raus, ne? Wir schwimmen mal nach oben. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo vielleicht... Uiuiui. Oh oh. Ich hatte, glaube ich, schon bessere Ideen. Viel bessere Ideen. Oh oh, oh oh, oh oh, Dave ertrinkt. Nein, Dave wird ertrinken. Ich bin schon auf dem Weg, Leute. Nein, 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 das ist alles. Nein, nein, ach, nein. Wenn du gerettet wirst, kannst du nur Objekte, nur ein Objekt mitnehmen. Naja, ist doch klar. Nimm mir den Fisch mit. Oh, er hat einen ganz roten Kopf. Dave, dieses riesige Blau sieht deutlich gefährlicher aus als jeder andere Ort. Pass immer auf dein Sauerstofflevel auf und benutze die Fluchtkapsel, wenn du in Gefahr bist. Ich kann dich retten, wenn dir der Sauerstoff ausgeht, aber dann kannst du nur einen Gegenstand mitnehmen, den du gesammelt hast. Ja, ich weiß.